Auf geht's. Also, erstes Match, was bisher nur gestartet ist, ist die Partie von Umut. Dementsprechend gehen wir erstmal auf das Match von Umut im Vollplay, also im Vollscreen. Dabei gewinnt. Abwarten. Ja, schade. Schade. Das ist Van Dijk. Er frisst die Stürmer auf. Markan, ich glaube, das siehst du in deinen Twitch-Drops. Da müsste man sehen, wie lange das noch dauert. Ah, bitterer Ballverlust für Umut. Hat den Ball gut wiedergeholt. Sehr gut. Bin glücklich. Das Board Ja. Puteas, wichtig, sehr gut. Zona 1-1. So, wir haben jetzt auch nochmal den Game Sound. Ich habe den jetzt gesplittet zwischen den beiden. Geht bei anders noch nicht los? Ist jetzt losgegangen. Ah, okay. Ist sein erster Angriff aber nicht durchgekommen. Umut gerade auch nicht. Anders hat gegen Gisten verloren in Runde 1, Umut gegen Berkay. Das ich von anders. Und muss aufpassen. Oh, was ein Rebound. Sehr gut verteidigt, gut ruhig geblieben. Sah sehr eklig aus. Gut Der gespielt von Ball von Umut. Mondi. Schade, hätte durchgehen können sogar. Gegner falsch spekuliert. Anders. Den Rebound. Abschluss. Sehr gut. Siebte Spielminute, Gut. Anders 1-0. Mut muss aufpassen, aber aus der Distanz, ja. Dann eher wahrscheinlich nicht. Anders, ja, Ticken zu weit. Für Umut. Vor der Kette, gut dabei. Schade. Anders, sehr gut, 2-0. Sehr, sehr gut. Guter Übersteiger nach vorne, L-Zuschuss.
Der Übersteiger und Anders. Eine Geschichte für sich. Mund muss aufpassen. Anders. Anders 3-0. Ja, sieht sehr gut aus. Gegner kann Anders nicht so richtig verteidigen, gerade in der Offensive und so. Da ist Anders schon stand jetzt viel zu stark für den Gegner. Meldet auch jetzt schon Pause an, was für Anders ein sehr gutes Zeichen ist, nach 15 Ingame-Minuten da ja. Pause anzumelden. Gehen wir mal nur auf Umut drauf. Ja. Für den Moment. Spiel vom Gegner, Cantona. Schlecht gespielt, auch wieder richtig gemoved von Umut, muss man sagen, aber das war zu spät. Cantona macht ihn dann natürlich ein bisschen eklig, aber ähnlich wie gegen Berger natürlich noch eine Menge Zeit. Excalibur, morgen ist Knockout. Morgen und Sonntag. Also dementsprechend beides. So, Umut muss wieder zurückkommen. Ecke. Nola. Sehr gut. Gut. Sehr gut, ruhig geblieben nochmal. So, 2-2, Umut. Boah. Sah sehr wild aus. Anders fast mit dem 5-0. Und die. Sehr gut. Und ruhig geblieben. Boah. Sehr gut. Stark gemacht und dann doch nicht belohnt. Falsche Schade. Ecke leider geschossen. Leider falsche Ecke geschossen, aber sehr, sehr gut gespielt. Muss Umut dann Mut machen. Braunzweck für den Gegner, eklig. OP, Grundlinie. Sehr gut verteidigt. Blockt. Konter da. Boah, muss aber auch weit hinten rumspielen. Ja. Jetzt vielleicht Mbappé gut freigesetzt, Graham. Oh. Nein. Aber er kommt da sehr gut in die Spots. Wenn er so weiter geduldig spielt, wird er früher oder später ein Tor machen. Gegner hat da sehr große Probleme. Ist jetzt nur für Umut ein bisschen ungünstig, dass die Halbzeit jetzt kommt. Den Gegner ein bisschen Luft holen. Teilig von Umut. Kriegt der noch einen vielleicht? Ich glaube, ich noch einen, wenn er schnell nach vorne spielt. Schade. Tom, ja, können wir alle drum gebettelt, können wir jetzt machen. 5-0 ist eine sichere Nummer für Anders. Jetzt muss die Daumen drücken. Ja. Ja, ich bin guter Dinge. Er spielt gut, er hat einmal leider die falsche Entscheidung getroffen vorm Tor, aber er kommt erstmal in die Spots, das ist das Wichtigste. Guys, you get the drops for FIFA. Just be patient, 60 minutes and you get the drops.
Quicks, dankeschön. Oh. Ja, das Spiel zu spielen ist etwas Gefährliches. Es kann immer wieder dazu führen, dass man sich darüber aufregen muss. Oh, der ist geblockt. Schade. Albino, yes, you get it. No, Barua, you get the drops. You get the drops from watching. Elias, 9 Minuten Halbzeitlänge, tatsächlich. Danke, Elif. Kuss. Ja, Saints. Das ist mal mit Ausnahme ein geiles Feature. Uff! Glück gehabt. Riesenmöglichkeit, aber das ist noch nicht vorbei. Ja. Der hat noch eine Möglichkeit. Mbappé jetzt gestoppt. Glück gehabt. Du hast eigentlich falsch gemoved. Sehr weit auch falsch gemoved. Aber nichts passiert. Er funktioniert aber nicht, Elif. Oder? Okay, ah doch, da, sehr gut. Da, jetzt kommt er. Nola. Ja, ja, ja! Riesig. Sehr gut gespielt. Aber auch nochmal der letzte Pass auf Putellas. Ja, unfassbar gut. Gut ruhig geblieben. Hinten ein bisschen Glück gerade gehabt. Das braucht man aber auch manchmal auf diesem Niveau. Dann glaube ich, das 3-2 kommt zu einem sehr, sehr guten stark. Zeitpunkt. War sehr gut gespielt. Sein Gegner mit Schmeichel. Interessant. Abdu, BO1. Genau, bei Anders gibt es, glaube ich, noch nichts Neues, was wir da hinzufügen können. Es ist weiterhin 5-0 in der 45. Also da alles weiter wie gehabt. Für Umut jetzt halt einfach wichtig, da dran zu bleiben. Ja. Durch die 9 Minuten Halbzeitlänge ist es halt auch noch eine schwierige Kiste, muss man ehrlich jetzt sagen. Jetzt den Angriff verteidigen nach dem Kickoff, also nicht direkt eins fressen. Sehr gut, steht gut. Anders in der Zwischenzeit mit dem 6-0. Koundé, perfekt. Aber Ball bleibt noch heiß. Modric. Gut geblockt. Die Phase überstehen. Irgendwie. Gegner von Umbund macht gerade sehr offensiv drauf, oder? Ja, das ist dieses Feature dieses Jahr, dass sie teilweise die ganze CPU selber einfach drauf rennt. Das glaube ich ab, wenn man irgendwie eine bestimmte Tiefe hat. Es geht aber schon irgendwie ab Tiefe 70 oder so. Rennen die manchmal einfach so von selber drauf. Das ist ganz, ganz komisch. Zum eklig. Ah. Steht aber gut. Stark, sehr gut. Vielleicht jetzt mal ein bisschen Ruhe rein, Ball länger halten, sehr gut. Krasses Pressing auf jeden Fall vom Gegner. Ja. Müsste dann aber die Möglichkeiten geben. Sehr gut. Oh, Nachschuss, der ist drin, kein der zählt. Ich hatte Angst, dass er immer PMA. Erklärung bitte. So, 2 Tore Führung jetzt für um 20 Minuten noch. Kann jetzt viel Zeit von ohne Ball hat, so wie jetzt zum Beispiel.
Ich weiß gar nicht, ob Gegner schon ständiger Druck spielt. Sieht noch nicht so aus. Anders 7-0. Okay. Nicht löschen. Deaktivieren. Dachte, du veräppelst alle, dass man Drop bekommt. Dönsen, mir wurde das nur gesagt. Ich kann es selber nicht bestätigen. Ich sehe den Stream nicht. Gut, Rutsch, sehr gut. Gut verteidigt. Aber Dönsen, selbst wenn, da ist es wenigstens warm. Aktuell das Wetter in Deutschland ist nicht so cool. Vielleicht fühle ich mich da unten auch wohl. Wer weiß. Kommt ihn jetzt so sehr gut. Sehr gut. Wow. Unlucky. War halt wirklich nochmal so ein Rebound. Ja, es geht schnell in diesem FIFA, muss man leider sagen. Von außen nichts ein Tor bekommt. Da oben steht sehr, sehr gut. Alisson, sehr gut. Krass. Oh. Messi. Die Ecken wieder, ne? Fetcher is leading 8-0. Seba. So, very... Yeah. Very good game for Founders. Don't want to say easy because that might be a bit arrogant. But a very good game for him. Gut, lässt jetzt den Ball gut laufen. Richtig. Schöner Ball. Okay. So viel Platz. Gehe. Ja! Nein! Oh, was? Was? Was ist das denn? Oh, Gegner verchoked aber. Okay, Rebound. Krieg da nicht mehr. Schade. Das ist doch nicht der Ernst. Alter, das kannst du da keinem erzählen. Aber wenn das jetzt wieder so ein Connection-Thema ist, anders. Ich glaube, bei dem Pass nicht. 8-0, weiterhin. Bei dem Pass nicht. Es sah so aus, als wenn irgendwie Schmeichel da noch dran gewesen wäre. Der Ball hatte so eine ganz komische Flugkurve, sah ganz, ganz komisch aus. Aber Connection-Probleme scheint es da zu geben. Ich habe auf den anderen Partien auch schon gesehen, dass oft auch die Lobby gecrashed ist und so und Disconnects passiert sind. Ist aber Umut. Gimola, sehr gut nochmal. Ja. Rein. Sehr gut, wichtig. Ja. Gegen wen hatte er? D1 OS. Also Berke hat jetzt quasi 3 Matchbälle für die Knockouts. Umut den noch verteidigen, dann sieht es sehr gut aus. Ja, soll es gewesen sein für Umut. Man Seitenwechsel, ja. Ja, Dönsen. Kuhn wird sich bedanken. Jetzt Ginola. Ginola geht die Puste aus. Oha. Das war ein wichtiger Sieg, muss man sagen. Sehr, sehr wichtiger Sieg. Elias, ja, Levi ist vor Ort. Jetzt lassen wir mal ganz kurz nachdenken. Emre Yilmaz. Yilmaz, Levi. Pachoro ist schon gesetzt für die nächste Runde, weil er Weltmeister geworden ist. Ja. Kylian Mbappé 10-0 anders. Ja, krass, Umut kann den Ball ins Ausschießen, das ist dann der Win in der zweiten Runde.